Das heißt, meine komplette Dings ist schon wieder vollkommen für den Eimer, weil ich brauche definitiv Fernkämpfer. Also Lulu und Wacker. Und Tidus für Hast und sowas. Oh, ist das Viech groß. Ja, Raketen! Kann ich auch Hast auf die Raketen sprechen? Dann fliegen die schneller. Okidoki. Ziemlich haarig. Auf in den Kampf. Okay, wir könnten ja erstmal Magie, Panzerbrecher, Magiebrecher, Kraftbrecher, ja, sich entfernen unter den Flugschiffen und Effri kann man mit extra Befehl sich nähern und sich entfernen verändern. Diese Befehle sind nur für Tyson und Rico verfügbar. Nachdem der Befehl angegeben ist, bewegt sich das Schiff, wenn Cid am Zug ist. Der extra Befehl kann im Menü selbst rückgängig gemacht werden, falls Cid bis dahin den Zug noch nicht ausgeführt hat. Mal gucken, ob... Okay, klappt. Wir beklauen. Machen wir mal... Oh, Magie ist gar nicht gut. Nee, du greifst ihn jetzt einfach an. Ich setze jetzt erstmal Hast auf mich selbst. Scheiße! Hafafafa. Okay, Retate-Hieb. Du machst da noch mit Kraftbrecher, aber Magiebrecher. Eigentlich müsste auch noch einen Panzerbrecher machen. Oh, dagegen ist er immun. Und jetzt hat Aaron auch noch seinen Special voll. Okay, doch nicht. Mal zurück. Was? Der haut auf sich selber Hass drauf. Du Drecksau. Ja. Gifter, ach du Scheiße, der macht mich lang. Okay, wir brauchen blind. Dann klappt das ja. Fliegt allen einen. Hauen wir ihn aufs Maul. Naja, hat auch nicht so richtig geholfen. Wir brauchen erstmal ein Antidot. Ei, ei, Captain.
Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Scheiße. Okay, das ging jetzt schnell. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gelevelt habe. Es geht sofort bei dem Kampf weiter. So, auf zu Runde 2. Und diesmal werden wir ihm in den Arsch treten. Du beklaust ihn trotzdem. Also machen wir noch einen Retard-Hieb, dann sind wir auf jeden Fall besser von ihm weg. Kraftbrecher. Und tschüss. Ne, 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 ne. Blendbombe. Okay. Wacker, bitte, danke. Okay, da ist er immun gegen. Aber wir brauchen gleich definitiv Kimari alleine schon. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, dieses dämliche Kack-Telefon. So, nein, das nicht. So, erstmal Hast auf Waka. Angriff! Bam, oh, 1000! This is it. I'm hitting it with all we got. Yeah, Kanonen! Raketen! Naja, macht auch nicht so viel Damage. Ja, obwohl, wenn man alles plus rechnet, kommt da ganz gut was zusammen. Oh, nur noch 2 Raketen übrig. Angriff! Boah, Crit! So, dann nehmen wir jetzt Kimari und setzen halt permanent Dragonik ein. Um den Gegner halt ein bisschen MP zu klauen. Holt die Flucht und dann zu hauchen. Ja, das ist mir scheißegal. Können wir jetzt ein bisschen MP mopsen? Ja gut, er hat wahrscheinlich mehr als genug davon. Obwohl, ich hätte wahrscheinlich eher Lulu nehmen sollen. Setzen wir, glaube ich, mal Hast auf uns. Ich glaube, als nächstes soll ich mal bei ihm Gemach ausprobieren. So. Und dafür nehmen wir jetzt Lulu. Mit Schwarzmagie. Mal gucken, reicht Bio bei ihm? Ich hoffe, er ist nicht immun dagegen. Ah, Schande. Schande, Schande, Schande. Ein Raketen-Dings haben wir noch. Okay. Ne, erstmal machen wir Lulu mit Hast. Ah, Blendbomben. Das kann das Viech auch nicht. Ah, 500 zieht das Teil und Pi über Daumen. Und er macht jetzt erstmal einen auf Mega-Heiler. So, Lülülein. Komm, was einfach Eisrauen gut ist. Macht leider nur die Hälfte, aber das ist mir egal. Ich hätte jetzt... Ach, Entfernung ist zu groß. Oh, natürlich nicht so gut. Ja, dann hauen wir ihn halt... Steinangriff... Oh, Abwehrkraft der Gruppe. Super! Machen wir jetzt mal ein paar Mal. Schon wieder Blendbomben. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal wieder
Himari. Du setzt jetzt einfach Dragonique ein. Ah, scheiße, ich wollte doch nochmal anfeuern machen. Zwecks Angriffskraft erhöhen. So, Raketen, dann haben wir auch keine mehr. Das ist mir egal. Wir kriegen das Vieh schon klein. Ja, Raketen übrig 0. Wir haben hier schon über fast genau 20.000 abgezogen. Meine Fresse. So, nehmen wir doch wieder Tides. Mal gucken, ob es klappt. Wäre geil, wenn. Jawoll! Klappt doch. Ah, jetzt setzt der Hast auf sie selber. Okay, das können wir gleich mit Gemach wieder ausgleichen. Genug MP haben wir ja. Oh, Lufttanz, das ist nicht gut. Dann kommt er nämlich ganz nah dran. Oh, das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall wieder... Oh, das hat gesessen. Und dann können wir jetzt ja die Ekstase machen. So, nehmen wir halt Eis. Ist ja egal. Genau, los weg von dem. Oh, Perseus Blick. Auf wen? Auf Wacker, okay. So, jetzt sind wir wieder entfernt. Ist auch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Okay, Item, dafür brauchen wir eine Goldnadel. Müssen wir erstmal wieder... Hast. Machen wir erstmal Hast. Hastiges Hast. So, 1200. Wunderherrlich. Ah, der kommt jetzt immer wieder ran. Das gefällt mir ja gar nicht. Soll lieber seine Blendbomben-Scheiße da einsetzen. Das sah gut daneben. Das war gar nicht gut. Okay, dann nehmen wir anstatt Lulu jetzt Oren. So, und nach einer erneuten Telefonatunterbrechung, also ganz ehrlich, heute klingelt das Telefon klingelt gleich bestimmt nochmal. So, na, Tides ist auf jeden Fall nochmal dran, das ist auch gut so. Dann machen wir jetzt... Kraftbrecher, glaube ich, habe ich schon. Egal, dann machen wir es nochmal. So. Nee, du machst auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob es klappt. Nee, ich glaube, erst werden wir Orin mit Hast ausstatten und Wacker heilt gleich. So, Item. Halt, HP haben wir nicht. Oh, ne, ja, ein bisschen zu heftig. Nein, der wird jetzt... Nein, du setzt eine ganz normale Hype-Poison ein. Tidus, dass der das auch durchhält. Oh, 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 das könnte jetzt fatal enden. Nein, tut es nicht. Wunderbar. So, jetzt muss ich durchgucken. Der macht so viel, der macht so viel. Heilpoison auf sich selbst. Jetzt probieren wir mal mit Tidus einen Retard-Hieb. Vielleicht klappt's ja. Jawoll. Gucken wir mal blind. Machen wir ihn einfach nochmal blind. Jawoll, ja. Tradition. Wir nehmen jetzt einfach Suppression. Weil wir es können. Das andere hatten wir ja schon vorher. Oh, meine Finger sind eingefroren. Stand vorhin am Fenster und es ist... frischer Wind draußen. Und das geht doch auf... Genau, wir rotzen das Schwert an, halten es hoch, es wird Imbarer. Na, immerhin 2000. Gifthauch, der hoffentlich nicht trifft. Scheiße. Es hat getroffen. Oh, 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 oh. Ich muss jetzt mal gerade eine Mega-Poison einsetzen. Ah, er war zweimal dran, ne?
und auf jeden Fall eine Phönixfeder. Ah, ich hätte das mal ganz anders machen sollen. Verdammt. Okay, das ging daneben. Antidot. Oh, jetzt bin ich erstmal nur am Heilen. So. Komm, du greifst es einfach an. Weiß Magie hasst auf sich selbst. Antidot auf sich selbst, ganz klar. So. Nicht Gifthauch, nicht Gifthauch, nicht Gifthauch. Ich habe gerade meine ganzen Antidotes dafür eingesetzt. Angriff! Panzerbrecher! Ah, Immunschar! Aber Essemarsch! Essemarsch! Ja, nach 10 Millionen Telefonaten, die dazwischen gekommen sind, ist der Drache endlich hinüber. Ich glaube, alle bis auf Rico kriegen Erfahrungspunkte. Oder habe ich Rico geklaut? Gibt es überhaupt Erfahrungspunkte für den Kampf? Das ist nicht gut. Doch gibt es alle kriegen. Oh, Chimeri sogar zwei? Alle bis auf... Oh, Tides. Schwarzspirit und Steinband. Nice, nice, nice.